Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Parallax. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und da seid und möchte diesmal wirklich nicht so viel drumherum reden, denn in der letzten Folge sind sehr skurrile Dinge passiert. Denn wir haben zwei verschiedene Parallaxen-Realitäten in Form von Chats gehabt, nämlich einmal David und May, wo die May vermutlich in einem Wald außerhalb des Hauses eine Person entdeckt hat, eine Frau bzw. ein kleines Mädchen und die Dominique, die ebenfalls vermutlich in dem gleichen Wald sich vor jemandem versteckt, den sie gesehen hat. Und dann ist etwas ganz Skurriles passiert und da steigen wir nämlich gleich ein. Die May hat, nett wie sie war, versucht, das Mädchen anzusprechen, aber das Mädchen hat nicht wirklich geantwortet und es hat sich in unseren Chat hier eingeschaltet, Voice 1, die einfach mal geantwortet hat, sie darf die Frau nicht bekommen und das ist sehr strange. Wir tippen einfach mal darauf, dass diese Voice 1 wirklich eine Frau ist, dadurch, dass sich das Profilbild des Unbekannten nicht in Mann-Frau-Mann-Frau ändert, sondern als Frau bestehen bleibt. Also da würde ich wirklich tippen, dass es eine Frau ist. Und ich weiß nicht, erstens, wer ist diese Stimme? Was macht sie in unserem Chat? Was ist hier los? Und meint sie das Kind? Aber das alles werden wir rausfinden, nämlich jetzt. Wen meint sie? Okay. Sie darf die Frau nicht bekommen. Ich tippe jetzt einfach vielleicht mal auf Andrea. Wen meint sie? Andrea? Meinst du Andrea? Kennst du sie? Sie darf die Frau nicht bekommen. Sie darf Davids Freundin nicht bekommen. Von wem sprichst du? Richtig. Was passiert da? Warte mal. Sie ist verschwunden. Wie, sie ist verschwunden? Ey, du willst mir jetzt nicht ernsthaft erzählen, dass dieses Mädchen, mit dem du da gerade redest, was so skurril und gruselig ist, dass sie jetzt verschwunden ist? Scheiße. Ich will da weg. Wohin? Ich weiß nicht, wohin. Sehe sie nicht mehr. Es ist zu dunkel. Stimmt, das war ja auch noch dunkel, ne? Okay, ich bin jetzt richtig gespannt, was auf der anderen Seite passiert, ne? Ich bin richtig gespannt. Wenn die da den gleichen begegnet... Was? Das sind ganz viele. Wer denn? Weiß ich doch nicht. Um die 20 Leute und ein Wagen. Ein Auto? Nein, ein Wagen aus Holz. Ist geschmückt mit Kornähren und Kürbissen. Obendrauf haben sie eine Skulptur aus Stroh und Gemüse installiert. Ein Waschbär mit einem Totenkopf. Und dahinter schreiten die Leute völlig schweigend. Und ihre Gesichter haben sie grau angemalt. Okay. Also offensichtlich sieht die Dominique da gerade etwas völlig anderes und das sieht nach einem Ritual aus. Die soll sich da bloß nicht erwischen lassen. Solche Leute können echt ganz gefährlich sein. Ah, ein Waschbär! Leute, war nicht Moment. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber hatte nicht Andrea in unserem Camp, da haben die ganzen noch alle so eine Tiergesichter gehabt. Jetzt, ich habe es wirklich nicht im Kopf. Ihr müsst mir helfen. Hatte die Andrea nicht das Symbol von einem Waschbären? Okay, das muss ich mir auf jeden Fall später aufschreiben und recherchieren. Krass. Aber das hieße ja in Verbindung mit dem Totenkopf, dass jemand gestorben ist. Andrea tot? Nee, das passt nicht zusammen. Aber zumindest so die Richtung. Aber wobei Kornähren und Kürbisse, das ist ja wieder, das schließt ja wieder auf dieses Halloween-Fest. Es ist zumindest sehr skurril. Aber wir antworten jetzt als Chris. Und Chris natürlich, Quatsch. Der glaubt das nicht, verständlicherweise. Doch, sie führen einen Umzug durch den Wald. Wie bei einer Prozession oder einem Leichenzug. Mit dem Totenkopf, ne? Scheiße. Wieso sollte man das machen? Wieso nachts? Ein Aberglaube, um das Unheil abzuwehren? Ellen hat es doch auch gesagt, die Menschen im Dorf können sonderbar sein. Ellen meint, in der Gegend leben keine 20 Menschen mehr. Die meisten haben den Ort verlassen, maximal 10 sind noch da, sagt sie. Ich sehe 20 Menschen.
Mindestens. Ah, oder hier die Kolonie. Waren das nicht so viele? Ich bin gerade maximal verwirrt, weil ich das nicht in logischem Zusammenhang bringen bringen kann. Das könnte doch auch die Kolonie sein. Ich meine, von der Anzahl her würde das doch passen, oder? Ach, das wäre ja krass, weil die Perspektive hatten wir natürlich bis jetzt noch gar nicht. Wir wussten bis jetzt noch nicht, wo in dieser Zeit Chris und Dominik waren, weil wir wussten ja klar, David und die May, die waren im Camp. Aber nicht, was in der Zeit mit Chris und Dominik passiert ist. Das wissen wir bis jetzt noch nicht. Aber was antwortet er jetzt? Vielleicht, ich meine, in so einer Situation, wenn du sowas hörst, müsste dem Chris doch eigentlich auch der Arsch aufs Grundeis gehen, oder? Vielleicht solltest du jetzt zum Haus zurückkehren. Ja, das glaube ich auch, ne? Geht nicht, unentdeckt zu werden. Soll ich sie ansprechen? Nein! Okay, jetzt stehe ich gerade vor einer echten Bedrohung, weil mir hat jemand in die Kommentare geschrieben, ich soll wirklich jeden ansprechen. Das würde ja jetzt heißen, dass ich diese Leute auch ansprechen soll, aber ihr kennt mich, ich bin doch viel zu großer Schisser, um zu sagen, sprecht sie an. Ich weiß, das hast du mir gesagt, vielen lieben Dank dafür, aber ich weiß gerade nicht, ob das so klug ist, wenn ich meine, ich kann jetzt nicht als Dominik auf 20 Leute losrennen, die da so ein komisches Ritual vorbereiten. Vollführen. Die hängen mich doch gleich mit hinterher. Ich glaube, am realistischsten, was man in so einem Fall antworten würde, wäre: Verdammt, Dominik, lauf, 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 so schnell du kannst. Nein. Scheiße, okay. Nein. Okay, ich lasse den Text einmal runterrödeln. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt passiert ist. Aber ich glaube, da ist gerade nichts Gutes passiert. Scheiße. Fischer, Fischer, wie tief ist das Wasser? Kennt ihr das Spiel? Das haben wir früher auch gespielt, ne? Ach, Scheiße. 10 Meter tief. Und wie kommen wir darüber? An den Händen und rennt so schnell ihr könnt. Game over. Nein. Ihr kennt dieses Spiel, oder? Ich hätte wirklich reden. Oh Mann, ja, das ist, wenn du nicht auf andere hörst. Es tut mir leid. Ja, ich hätte auf dich hören sollen. Aber ich kann da nicht einfach drauf loslaufen und fragen, hey, Entschuldigung, was ist da los? Ich denke, daher wählen wir. Beobachte nur. Die haben wirklich eine prächtige Auswahl an Feldfrüchten dabei. Wir hätten einkaufen sollen, bevor wir hierher gefahren sind. Ich dachte, Ellen hätte mehr besorgt. Ich glaube, sie würden nicht wollen, dass du ihre Opfergaben aufisst. Opfergaben? Um den Seegott zu besänftigen. Whatever. Idiot. Ich nehme alles zurück. Du hattest recht mit den Opfergaben. Sie lenken ihren Wagen genau auf das Wasser zu. Wenn es hilft. Er begreift den Ernst der Lage einfach nicht, oder? Scheiße. Seltsamer Aberglaube. In der größten Not die wenigen Lebensmittel zu vernichten, die man hat? Crazy people. Gleich. Wenn wir das noch ansehen. Haben sich allesamt ertränkt. Was? Okay, crazy people. Was? Die haben sich. Hä? Moment. Haben nicht nur den Wagen in den See gelenkt, sondern sich gleich hinterhergestürzt. Hä? What the fuck? Genau so. Ist es nicht lustig? Nee, ist es nicht, aber ich schnall das auch gerade nicht, ne? Mann, du musst zugeben, dass sich das völlig crazy anhört. Ja, ich kann das auch gerade. Was hast du gesagt, was da drauf ist? Ein Waschbär? Ja. Wieso? Wieso? Hier liegt so ein Flyer. Hello Week heißt die Show, die du gesehen hast. Da wird ein Umzug gemacht. Exakt der Ablauf, den du beschrieben hast. Mit dem Unterschied, dass der Wagen mit der Figur nur angezündet und dann auf den See geschoben wird. Dass sich alle umbringen, ist nicht vorgesehen. Ich wusste, dass mich das an was erinnert. Der Flyer, den ich hier habe, ist vom letzten Jahr. Darauf ein Foto vom
vorletzten Jahr mit dem Waschbären brennend. Hä? Und? Hier steht auch, dass jedes Jahr eine neue Figur gebaut wird. Die gleiche zu nehmen oder das gleiche Tier nochmal zu bauen, würde nämlich Unglück bringen, laut der Legende. Folglich hast du den Wagen vom vorletzten Jahr gesehen. Hä? Wie, sie hat den... Hä? Okay, krass wäre jetzt natürlich, wenn wir irgendwie etwas hätten, dass die auch Dinge aus verschiedenen Parallaxe-Ebenen dann in der Realität sehen. Okay, das wird dann richtig crazy, wenn das so wäre. Ich kann das gerade überhaupt nicht einordnen, was hier abgeht, ne? Hä? Oder sie haben nochmal die gleiche. Ja, aber wenn das wirklich so eine Legende ist, dann halten die Leute ja auch an solchen Traditionen und solchen Legenden fest. Dann halte ich wirklich für sehr ausgeschlossen, dass das wirklich das gleiche Tier nochmal ist. Interessieren würde mich die Bedeutung dieser Tiere. Richtig. Ich dachte, der wird verbrannt. Wird er auch. Und das war ja jetzt nicht der Fall, ne? Hä? Okay, das ist richtig skurril. Und ja, wir haben endlich einmal den Chat mit David allein. Na, David? Hier passieren gerade sehr, sehr skurrile Dinge. Wir bleiben für heute im Haus. Niemand geht mehr raus. May hat Feuer gemacht. Ah, Moment. Falscher Chat. Nein, 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 nein. Ach, Mano. Toll. Okay, falscher Chat. Also nimmt dann den richtigen Chat. Das kenne ich aber auch, wenn man sich plötzlich im Chat verirrt und ganz komisches Zeugs schreibt und der andere dann zurückschreibt. Hä, Entschuldigung, was möchtest du? Okay, also die W-Fragen haben wir zu klären. Erstens, wer war das Mädchen im Wald? Und zweitens, wer darf? Drittens, wen nicht bekommen? Da hat er absolut recht, ne? Wer war das Mädchen? Dieses Mädchen interessiert mich ja schon, seit wir das erste Mal dieses Mädchen gesehen haben. Ja, richtig, die absolut wichtigen Fragen stellt er da. Die Arena ist eröffnet für wilde Spekulationen. Fangen wir mit dem Mädchen im Wald an. Das ist das Einfachste, naja, wenn er meint. Das war das Mädchen, das uns zuvor den Weg zum See gezeigt hat. Wobei wir über die gar nichts wissen, richtig? Jonah, das habe ich ja auch schon vermutet gehabt, dass Jonah die Tochter von Alan Howard, oder? Müsste das... Catherine, ich bin gerade verwirrt. Richtig, wir wissen nichts darüber. Dann bringt uns das nicht weiter. Okay, gehen wir es anders an. Eine Freundin von mir ist in Gefahr und es ist nicht May. So viele kommen dann ja nicht mehr in Frage. Laura, wisst ihr was? Die habe ich schon wieder völlig vergessen, da die, ich glaube, zum Episodenstart von Episode 5 aufgetaucht ist und danach verschwand, ne? Aber ist das wirklich so klug, ihn jetzt auch mit Laura wieder zu konfrontieren? Ach, Mann, oh Mann, oh Mann. Ist das so offensichtlich, dass es Dominique ist? Ich weiß gerade nicht, was ich wählen soll. Wollen wir mal wirklich die totale Verwirrung jetzt veranstalten? Es tut mir leid, lieber David. Ich habe keine Ahnung, wie er da jetzt gleich drauf reagieren wird. Aber Laura? Wie kommst du jetzt auf Laura? Das Spiel hat mich darauf gebracht. Wobei ich mir diese Frage wirklich gestellt habe, David. Also insofern war dieser Gedankenanstoß ja gar nicht so schlecht, ne? Richtig, mysteriöse Warnungen von Unbekannten. Sie ist eine Freundin von dir, weiß ich auch nicht. Intuition, eigentlich okay. Was nehmen wir denn da jetzt? Weiß auch nicht. Intuition. Dann suchen wir eine Frau, die für Laura eine Bedrohung ist. Keine Ahnung, wer das sein sollte. Oha, okay, jetzt wird das echt verwirrend, ne? Catherine vielleicht, weil sie Wissenschaftlerin ist, Laura eine Anomalie. Eieiei, Agnes vielleicht, weil Tom sie gut unter Kontrolle halten konnte. Ich auch nicht. Richtig. Ich auch nicht. Da wir alle offensichtlich keinerlei Ahnung haben, sollten wir uns nicht zuerst auf unseren ursprünglichen Plan konzentrieren, Dominique und Chris finden? Wir wollten sie suchen. Haben wir sie bisher gefunden? Nein.
Da habe ich auch eine Idee. Okay. Welche? Jiminy! Den gibt's noch! Wer ist das schon wieder? Ihr müsst mir mal eine Liste mit all diesen Namen machen. Ja, ich glaube auch. Hast du den noch? Mann, worauf wartest du dann raus mit dem Teil? Ja, war doch im Auto. Das ist zumindest etwas, das wir sofort tun können, ohne uns selbst in Gefahr zu bringen. Soweit die Funkverbindung reicht und morgen laufen wir dann den Rest ab. Und damit mit solchen, weißt du, mit solchen geistreichen und wirklich genialen Ideen kommt er jetzt, nachdem die May da mehrfach versucht hat, ganz aufgeregt irgendwie aus dem Haus rennen wollte, nachdem sie dann wirklich auch rausgestürmt ist, mitten im Dunkeln in einer Gegend, die sie nicht kennt, wo wer weiß, was passieren kann, wo SH-311 hinter jedem Baum lauern können, wo sie umgebracht werden kann, wo sie, keine Ahnung, was da alles passieren kann. Und jetzt, nachdem da irgendwie Leute gesehen wurden, fängt er an und sagt, du, ich habe da übrigens meine Drohne noch. Ach, schön. Ich starte ihn sofort. Er spielt jetzt mit seinem Modellflugzeug. Das ist eine Drohne. Und er hat noch Strom. Okay, ich finde die Idee sehr gut und bin gespannt. Haha, so, da ist sie, unser lieber Jiminy. Booting. Und ich hoffe ja, dass dieses Teil funktioniert, ne? Und wir schalten noch einmal zu Chris und Dominique rein. Sitzt du wieder auf dem Dach? Ja, lass mich. Sie kommt nicht. Das weißt du nicht. Hä? Was? Okay, was ist das? Das ist so strange. Also für mich sieht das jetzt so aus, als wären die Echos, die hier ankommen, unvollständig. Weil dieses Ja, lass mich, sie kommt nicht, das weißt du nicht, haben irgendwie keinen Bezug zueinander. Aber das ist wirklich schon krass. Ellen ist tot. Mich würde wirklich interessieren, was da als nächstes auf diese Antwort kommt. Aber das ist so aus dem Zusammenhang rausgegriffen. Ich glaube, deswegen nehmen wir wirklich einfach das hier. Ich habe Essen gemacht. Möchtest du? Nein, danke. Hä? Wie lange willst du da oben sitzen? Lass mich in Ruhe. Ist die Ellen wirklich tot? Bitte, nur eine Schüssel Suppe. Ja? Ich will nichts. Ich kann den Fraß nicht mehr sehen. Also offensichtlich scheint da jetzt einiges an Zeit vergangen zu sein. Würde ich mal so tippen. Und im Hintergrund sehen wir bestimmt der Jiminy, der da gerade eifrig am Losfliegen ist. Und wie das Ganze weitergeht, meine Lieben, ob das der Jiminy ist oder ob das vielleicht irgendjemand anderes ist. Ja, ich bin ein bisschen verwirrt gerade. Das macht mich nachdenklich und ich weiß nicht so ganz, was da los ist, was da passiert. Aber das, meine Lieben, werden wir alles herausfinden in der nächsten Folge von diesem Spiel. Und ich würde mich freuen, wenn ihr da wieder dabei seid. Bis dahin. Tschüss. So, meine Lieben, und das war sie auch schon wieder, eine weitere Folge von The Parallax. Und ich hoffe natürlich, dass ihr mit dieser Folge ein wenig Spaß gehabt habt und würde mich riesig freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Ja, warum ich jetzt die Laura ausgewählt habe, es tut mir leid, es war vielleicht so ein bisschen chaotisch und auch nicht für jeden nachvollziehbar. Es hat sich einfach als Antwortmöglichkeit angeboten und da Laura so unwahrscheinlich prompt aus der Folge verschwunden ist, hat mich einfach interessiert, was da kommt. Das war jetzt nicht so zielführend, aber wer weiß. Ja, und vielleicht in der nächsten Folge finden wir dann heraus, was es mit diesem Mädchen auf sich hat. Da bin ich genauso wenig schlau geworden wie aus meinen Recherchen, denn Voice Nummer 5 ist der Waschbär und ich habe keine Ahnung, wer hinter dem Waschbären steckt, denn Andrea war Voice Nummer 3 und hatte das Symbol der Katze. Also, es bleibt für mich sehr spannend. Ihr da draußen werdet euch wahrscheinlich ins Fäustchen lachen, weil ihr schon viel mehr wisst. Aber das werden wir hoffentlich alle zusammen in der nächsten Folge ein bisschen weiter herausfinden. Bis dahin, seid ein wenig dirty und genießt die Wochenmitte. Tschüss!